auch jemand uns etwas Neues sagen wird, nämlich Philipp Kulmer. Komm mal, Entschuldigung. Ja, bitte, Philipp. Danke, Herr Rudi. Einen wunderschönen Hi. Ja, zum Glück bin ich eh schon halbwegs ego-befreit, darum ist das eh wurscht. Ich habe das Vergnügen, oder, dass ich heute eingeladen bin, worden bin vom Rudi, eben, dass ich heute mit euch eben über Ubuntu sprechen darf. Die Geschichte ist die, dass Ubuntu generell ja nicht nur eine Auslegungsvariante ist, sondern es gibt ja zwei verschiedene. Wer hat generell schon mal was von dem Namen gehört, von euch, von den Anwesenden? Aha, okay, sind wir so bei 50, okay, gut. Das heißt, es ist die Vielfalt, die der Rudi vorher angesprochen hat, oder Segen oder Fluch. Bei Ubuntu ist es zum Beispiel, bei dem Betriebssystem, ist es zum Beispiel ein Open-Source-Produkt. Finde ich insofern interessant, also ich bin privat komplett umgestiegen, also ich verwende nichts mehr anderes privat, beruflich teilweise ist es halt noch so, dass ich halt auf manche Programme nicht verzichten will oder kann, aber privat bin ich komplett umgestiegen und hat insofern den Vorteil, dass also Betriebssysteme kennen wir ja, oder? Windows bzw. Apple, die App Stores, und das gibt es jetzt mittlerweile auch gratis, also das heißt, ihr könnt euch das runterladen, gibt es diverse Distributionen, einfach zu installieren, wie, nehmen wir mal an, Windows oder genauso wie Apple, einfach zu installieren. Und danach habt ihr das volle Spektrum an dem App Store, nur kostet halt nichts was. Wenn man sich das mal kurz auf der Großhirnrinde zergehen lässt, dann macht das ja total Sinn, oder? Also privat gesehen, warum soll ich für ein Betriebssystem bezahlen, oder? Wenn es ja eh so anders auch geht und noch dazu das Ganze im Open Source bereit, das ist auch so gedacht. Also das ist jetzt kein Diebstahl wie Raubkopie oder sonst was, sondern das ist so von den Menschen, für die Menschen so gedacht. Und warum ich das erzähle ist, weil eben das auch ein Südafrikaner war, genauso wie Michael Dellinger, beide aus Südafrika, und die haben beide zeitgleich einen relativ ähnlichen Ansatz gefunden. Warum? Weil das Wort Ubuntu in Südafrika, das geht abgeleitet auch von einer Lebensphilosophie, und da geht es um Menschlichkeit und Gemeinschaftssinn, was eben genau zu dem Thema des heutigen Symposiums auch dazu passt. Und deswegen ist es halt, finde ich, ganz spannend, oder, dass es sich zeitgleich entwickelt hat, also sowohl Michael Dellingers Idee als auch die Softwarelösung, und dass die jetzt in beide Varianten, wie soll man sagen, nah am Leben sind, weil wenn man das mit unserem Körper vergleicht, ist es ja so, dass wir ja eine riesige Ansammlung von Zellen sind, oder? Und wenn man sich das anschaut, die gruppieren sich zusammen, oder? Die eine Gruppierung ist, nehmen wir mal unser Herz, oder? Mein Bein, die Lunge. Und eigentlich, oder, in unserem Körper wird niemals ein Organ auf die Idee kommen, gegen das andere Organ zu arbeiten. War gerade irgendwie komisch, oder? Beziehungsweise, wenn uns das passiert, dann ist das ja meistens eine Krankheit, oder? Jetzt stellt sich die Frage, wie kam es dazu, dass wir jetzt da sind, wo wir sind? Wenn eigentlich unser Körper so funktioniert, also das Natürliche, dass wir eigentlich auf Kooperation ausgerichtet sind, oder? Weil die ganzen Keime, die wir in uns tragen, die tun uns ja eigentlich nichts, oder? Die Bakterien, wir leben mit ihnen und wir sind mit ihnen verbunden, und wir sind als Ganzes, unser Körper, mit dem Körper verbunden, oder? Mit unserem Vehikel. Und warum sollten wir gegeneinander arbeiten? Ist das vielleicht ganz spannend, oder? Also ich habe das in meiner Recherche, bin ich da auf den Calvinismus gekommen, dass da halt irgendwann einmal der Gedankengang der Bewertung eingegangen, dass man eben alles bewerten muss. Was ja auch, wenn man jetzt zur aktuellen Zeit schaut, wie zum Beispiel der CEO von Nestle, ja der Meinung ist, dass Wasser kein Menschenrecht ist, sondern das muss man, weil es da ist, muss man das bewerten. Es ist da und man kann ja nicht irgendwas unbewertet lassen. Es muss ja alles bewertet werden. Und das Ganze in Geld. Kann man machen, aus meiner Sicht, muss man nicht machen. Weil Wasser, oder, bis jetzt ist es tadellos so gegangen, oder, als Gemeingut, als Common Good, wo es ja extrem viele Bewegungen in die Richtung geht, dass es eben wieder gemeinschaftlich etwas zu machen und dass es nicht darum geht, dass einer das Eigentum haben muss, ein Individuum, sondern wenn die Gemeinschaft der Eigentümer ist, dass dann alle davon ihren Benefit rausziehen können.
Und das würde jetzt eben überleiten zu Michael Dellinger, der eben, wo ich euch einfach mal, wenn ihr euch da einlesen wollen würdet, in seinem Buch, hat er so ein Plan of Action gemacht. Das ist halt ein Ansatz, wie man in einer Gemeinde etwas umsetzen könnte. Das heißt, es gibt ja viele Möglichkeiten, was man miteinander tun kann, weil die Gemeinde ist ja in der rechtlichen Struktur, oder? Ist ja Subsidiarität. Das heißt, wir in der Gemeinde, wenn das Volk und der Bürgermeister und alle gemeinsam etwas entschließen, dann ist es so. Dann setzt man das miteinander um, und Michael hat halt einen Ansatz sozusagen in den Äther geworfen, oder? Und das ist eben sein Gedankengut. Also das heißt, geht prinzipiell darum, dass man Stadtprojekte hat, also nehmen wir mal an, man will über Strom gehen, dass zuerst oder alle einen gemeinsamen Vorteil haben, oder auf den man sich einigen könnte. Das heißt, nehmen wir an, gratis Strom, und dafür bringt jeder was in die Gemeinschaft mit ein. Und aus dem heraus könnte man dann das nächste mit dazu nehmen, das nächste. Ich möchte jetzt nicht das Ganze vortragen, weil wen es interessiert, das ist ja nur ein Impulsvortrag, der kann sich das ja einfach durchlesen, ist in sich logisch. Der einzige Widerstand, den ich so mittlerweile so erlebt habe, ist die Vorstellbarkeit, ganz oft. Also, was ich mir nicht vorstellen kann, geht auch nicht. Logisch? Das heißt, und was ist unsere Begrenzung? Unsere Begrenzung sind unsere Annahmen. Und da waren wir jetzt gerade vorher bei dir, oder? Das ist eben genau dasselbe Thema. Das heißt, die Geschichte ist, was ich nur jedem anraten kann, ist, hinterfragt das, was ihr glaubt. Weil was ist denn eigentlich wahr? Und was ist fix? Und wenn man zum Beispiel Angela Merkel, das ist alternativlos. Was ist alternativlos? Was können wir nicht gemeinsam beschließen? Das Problem, was wir noch haben aus meiner Sicht, ist, dass halt relativ viel Ego dabei ist, weil hier in dem Raum, wo ihr euch ja schon bewegt habt, wo ihr schon rausgegangen seid von zu Hause aus der Komfortzone und euch für etwas interessiert, könnten wir schon mehr Schnittmengen zusammenbringen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich hinstellen würde vor eine große Gruppe, oder? Und wahllos, ja? Also das heißt, einfach nehmen wir an am Hauptplatz. Dann wäre es schwieriger, glaube ich, das werden Sie auch haben als Herr Bürgermeister, oder? Auf was kann ich mich mit allen gleich einmal einigen? Was sind Themen, die man pauschal, oder, sagen könnte, wo man, wir als Menschen, oder, nehmen wir an jetzt regional hier in Feldbach, wo wir alle derselben Meinung sind. Schwierig, oder? Weil eben das Problem, oder, jeder weiß halt was, jeder will halt was, oder? Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, also hätte ich auch einen geistigen Ansatz da für euch, drei Dinge würde ich mir trauen zu behaupten, dass wir alle miteinander teilen. Drei. Und dann ist schon fertig. Aber das erste ist, jeder strebt nach Liebe, richtig? Das heißt, es wird wenig geben, oder, der sagt, na, Liebe, da, pff. Und wenn er das sagt, dann würde ich ihn schon wieder so ein bisschen in die Soziopathen-Ecke tun, und dann ist auch wurscht. Das zweite, oder? Frieden. Oder? Würde jetzt irgendwer hier gerade sagen, oder? Frieden, na, das braucht man nicht, oder? Das ist blöd. Weil wenn man sich das vorstellt, oder wenn Goebbels von Tür zu Tür gegangen wäre, oder wollte den totalen Krieg, das hätte von Tür zu Tür ja nicht funktioniert. Das funktioniert ja nur in der Masse. Und das dritte ist, oder, Bildung. Oder wird jeder wird sagen, oder ein gewisses Maß an neutraler Information wird Sinn machen, oder? Neutral, also nicht gesteuert, wie hast du so schön gesagt, Propaganda? Propagandafunk. Ja, also dass es jetzt nicht zielgerichtet ist. Also das heißt, weil ganz oft ist es halt heutzutage so, da ja alles in Geld bewertet wird, dass die Information dass die Information deswegen zur Verfügung gestellt wird, weil etwas bewirkt werden soll. Manipulation. Und wäre es nicht schön, wenn wir eine neutrale Informationsquelle hätten, einfach nur für uns. Das heißt, da, wo sich jeder bedienen kann, weil Information ist ja eine Hohlschuld. Und damit würde ich jetzt auch schließen, oder? Dass wir in die Eigenverantwortung gehen, oder? Dass jeder für sich selber schaut, seine eigenen Werte, und dann ganz einfach schaut, was man miteinander umsetzen könnte. Weil jetzt eben hier, oder, der Herr Bürgermeister und der Rudi, sie gehen ja mit Vorbild voran und bieten hier eine Möglichkeit der Vernetzung. Und es ist jetzt an uns, oder, gemeinsam, dass wir sagen, entweder lassen wir es weiter so rennen, wie es war, oder, also mit Brüssel, dass halt von oben Richtlinien kommen, oder, und wir dürfen die umsetzen, oder halt von unten hoch, wir kümmern uns um unsere Angelegenheiten selber und sagen selber, wie wir es gern hätten. Aber dazu muss man sich halt damit beschäftigen und auseinandersetzen. Danke, dass ich mit euch sprechen durfte.